Moin, Samulakas Smashers hier nach geilen Trainingslager melde ich mich zurück. Hier ist das neue UI zum Übungen hinzufügen. Sieht aktuell so aus, wir können ja mal komplett durchgehen, Trainingsplan erstellen. Dann wirst du gefragt, um wie viele Tage in die Woche, sagen wir mal 3. Okay, wie soll der Plan heißen? Nennen wir ihn einfach mal Test. Drückst du weiter und da arbeite ich gerade dran. Dass du dann hier auf Plus gehst, fügst Übungen hinzu, dann ist es auch ganz einfach gemacht. Du gibst einen Namen, Sätze, Wiederholung, Pause, bist durch. Dann überlege ich noch eine kompliziertere Version zu machen oder so, wo du dann auch potenziell Dropsätze oder so reinmachen kannst. Kommt dann immer noch. Das wäre eine Option. Und da arbeite ich momentan dran. Wenn du jetzt hier was eingeben würdest, sagen wir mal 1, 2, 3, geben hier irgendwas ein, dann kannst du das auch direkt hier sehen. Und dann hier nämlich deine Übung angezeigt wird. Das alles muss grafisch natürlich noch überarbeitet werden. Das ist momentan auch ziemlich, ziemlich hässlich. Aber jetzt kommt das, was ich dir unbedingt sagen muss. Und zwar, dass ich in 4 Wochen mündliches Scheißabitur habe. Bedeutet, ich muss das mündliche Abitur lernen, weil ich an die ETH nach Zürich möchte. Bedeutet für dich, dass die Beta mit diesem neuen UI erst dann rauskommt. Das heißt, die kommt erst in 4 Wochen, wenn ich dann den Teil fertig habe. Sonst kannst du mal gucken, smashers.de hat aktuelle Trainingspläne, smashers.de wurde aktualisiert, aber die App an sich wird nicht aktualisiert bis nach dem mittleren Abi. Also ich habe es jetzt soweit, die Beta ist da, die ist 90 Tage da, das heißt, die ist auch dann immer noch da. Beta kannst du testen, dann kannst du mal reingehen, kannst mal mit der App ein bisschen rumspielen, aber das eigentlich coole UI kommt dann. Trotzdem der Rest sollte aber funktionieren. Das Spiel ist vorbei. War nicht so schön. Wir haben zwar an sich nicht so schlecht gespielt, aber hat irgendwie einfach nicht sein sollen. War ein knappes Spiel, haben sie noch verloren. Nachdem wir 2-1 geführt haben, haben sie 3-2 verloren. Ich hatte so 1-2 Böcke drin, das war scheiße. Hat zwar jeder gesagt, ich habe gut gespielt, aber bringt ja nichts, wenn man von sich selbst, wenn man scheiße gespielt hat, wegen so 2-3 Böcken oder so. Muss nächstes Mal besser werden. Ich werde jetzt essen gehen. Und übrigens, was ich dir empfehlen kann noch, an Serie ist Money Revealed. Richtig, richtig, richtig geile Serie. Thema Geld. Dann geht letztendlich um Anlagestrategie, wie Geld funktioniert, wie das komplette System tickt, wie man letztendlich Vermögen vermehrt. Ziemlich geile Serie. CSGO tut ihr am Gucken. Deutsch Abi am Lernen. Kriegt auch richtige Figuren. Sind dran. Macht keinen Spaß. Aber ich habe gemerkt im Unterricht, dass die Themen und die Fragen, die gestellt werden, fürs mündliche Abi so sind, dass ich das auch hinkriegen sollte. Also die sind relativ konzeptbezogen gestellt, auf das Übergeordnete und nicht so tief detailliert in die Bücher und Werke rein, so wie das jetzt beispielsweise in der Klausur in der Oberstufe immer war. Von daher sollte das funktionieren. Ab geht's auf die DPMS. Ich habe eben Livestream gemacht, Fitness-Trainingsplan erstellt, smashice.de/free. Kannst du den runterladen, gibt es mehrere als PDF-Download. Easy. Ich fahre jetzt Frankfurt, ein paar Kollegen, ist chillen. Bin mal gespannt, wie die Dippemess ist. Also letztes Jahr, das Jahr davor, oh, war nice. Werden wir sehen. Ich stelle hier gerade eine Dokumentation für einen Kunden, dass er weiß, wie er auf seine Homepage draufkommt und so weiter und so fort. Und hier recherchiere ich gerade noch für ein Neukundengespräch heute, wie der 1x1 Kundenbaukasten aussieht, oder Website-Baukasten, einfach nur, weil die den benutzen und ich die da beraten soll, dass ich da auch informiert bin. Und danach fahre ich die Schule lang, weil mich ein bisschen krieg Noten, fahre dann direkt zum Gespräch oder komme vielleicht nochmal heim essen. Somit. So wird auf jeden Fall der Plan sein. Wird auf jeden Fall ein guter Tag. Habe jetzt hier gerade schön Zeit, das alles zu machen. Ist geil, weil ich nämlich gerade Profi entfalle, auch ausgeschlafen, also richtig, richtig nächster Tag heute. Das ist Schule rausgekommen. Dann mache ich jetzt hier noch ein bisschen was am Rechner, dass ich dann auch gleich zum Geschäftstermin fahren kann. Richtig geile Sache. Standard Samuel mit Stift und Notizblock unterwegs. Kann ich mir hier schon was aufschreiben. Da hast du die Informationen, die ich schon vorher rausgesucht habe. Da kommt dann hier der Rest hinzu. Das heißt, dann habe ich immer alle Informationen hier parat, kann das mitnehmen. Sieht auch immer ganz cool aus. Und
wenn ich alle Informationen habe, beziehungsweise das, was ich mitgeschrieben habe, nochmal zusammenfasse und als E-Mail schicke, gibt es immer einen Referenzpunkt, auf den ich mich beziehen kann. Das heißt, wenn der Kunde dann irgendwie sagt, ja, nee, wir hatten immer das und das gesagt, ich will das so und so, kann ich sagen, hier, in der E-Mail, wo ich das alles nochmal zusammengefasst habe, steht genau das so drin. Das haben sie bestätigt. Darum ging's. Und so ist es. Und dann kann ich Leute darauf festnageln. Und dann geht es nicht irgendwie so schwammig hin und her. Und außerdem ist es halt für die Übersicht so wieder besser. Und wenn Leute nochmal eine Zusammenfassung steht vom Gespräch, profitiere ich die auch davon, dass ich es in meinem Kopf habe und nochmal rekapitulieren kann. Auf jeden Fall eine gute Idee, mitzuschreiben, kurze Zusammenfassung hinterher zu schicken. Gespräch war genial. Hat echt richtig Bock gemacht. Und jetzt da auch noch den Auftrag bis nächsten Mittwoch, also in 6 Tagen. Ein One-Pager zu bauen, also eine kurze Homepage für Info und so weiter, weil die das jetzt so schnell brauchen. Heißt, ich muss eigentlich am Wochenende schon fertig haben, dass man dann nochmal drüber gehen kann und so weiter. Heißt, ich habe eigentlich nur 3 Tage oder 4. Egal, kriege ich hin, ist entspannt, muss ich mal halt anschauen. So wird es laufen und danach baue ich die große Homepage. Auf jeden Fall schon mal genial, weil das heißt Kunde. Die Eintracht hat unentschieden gespielt, daheim gegen Chelsea, 1:1 und... Wenn du noch irgendwas hast, was ich auf Instagram machen kann oder so. Ich bin momentan semi-aktiv. Ein bisschen Fotos, ein bisschen Videos am Posten. Hilf mir doch einfach mal, wenn du noch irgendwelche Fitnessvideos hast, die ich machen kann. Hilf mir da mal, dass ich Ideen habe, dass da der Content weiterhin gepumpt wird. Das war jetzt ein kürzerer Vlog. Beim Trainingslager hast du ja alles mitbekommen. Mütters Abi steht jetzt an. Das heißt, du weißt, wie es die nächste Zeit aussieht. Der Kundenauftrag steht an. Das heißt, Smash Gym wird ein bisschen hinten angestellt. Mal schauen, wie ich das balanciert bekomme. Aber du weißt, irgendwie kriege ich das immer hin, weil es ist alles nur Willenskraft. Du musst irgendwie wollen, dann kriegst du alles balanciert. Von daher balanciere ich das alles und hoffe, dass du das auch schaffst. Und damit beende ich diesen Vlog. Wünsche dir noch saugeile Zeit. Smash das Gym und hau rein. Sub rein, hier sind auch noch 2 Videos, die du gucken kannst. Das meiste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert. Also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mache ich da auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die 2 Videos an.